Sü. Es ist an, würde ich sagen. Guten Tag. Das Schneemobil knattert wieder vor sich hin und wir vergessen jetzt einfach mal das, was früher einmal war. Nämlich vorgestern, wo ich ja sehr elegant tatsächlich einfach von dieser Klippe gesprungen bin, während ich dann nochmal einen Savepoint gemacht habe. Und das war vielleicht nicht die intelligenteste Art und Weise, das Ganze zu lösen. Ich habe nochmal bis zu dem Punkt gespielt. Ich habe jetzt mehrfach diesen Punkt hier gespeichert. Der Kollege mit seinem Schneemobil ist weg. Es ist ein bisschen Zeug eingesammelt worden. Es ist an sich bisher alles soweit gelöst gewesen. Ich hoffe jetzt tatsächlich einfach sehr darauf, dass... ja, ich hoffe einfach, dass wir jetzt nicht irgendwo nochmal großartig so ein Fail haben wie gestern, vorgestern. Das war nicht schön. Ja, wir machen knackige 2 Stunden, weil wir nämlich heute auch nochmal wohin wollen. Der gute Phil, der ab und zu mal hier auch zu beefen ist, der hat Geburtstag. Ja, und wir werden unter Umständen mal irgendwo hingehen, unter Iridin. Ja, wie gesagt, ich hoffe mal, es wiederholt sich nicht vom letzten Mal. Was ich allerdings mal ausprobieren könnte, wäre tatsächlich der Sound. Den hatte ich bisher noch keine Gelegenheit, aber das sieht bisher ganz gut aus. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt mit der Schrottflinte. Ja, das sieht auch gut aus, okay. Dann will ich mir jetzt nicht nur die Hände wärmen, sondern kurz einen Schluck trinken. Und dann los, würde ich sagen, in der Hoffnung, dass das alles funktioniert hier. Möglichst halt nicht links und rechts irgendwo runterfallen. Es ist, so geheim ist der Tunnel tatsächlich nicht. Der, den wir gleich unter Umständen öffnen könnten, der ist geheim. Aber ich weiß immer noch nicht, ob das eine kluge Idee ist, den dann zu nehmen. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, hier war es noch nicht. Oder war das hier schon die Geschichte, wo wir dann runtergefallen sind und ich klugerweise gespeichert habe? Ich hoffe nicht. Ich glaube, das war hier. Das ist nur die Frage, ich glaube, der rechte von den beiden funktioniert nicht so gut. Immerhin führt er durch den Berg. Das, ja, frohe Demache. Wir speichern jetzt hier oben. Wie gesagt, ich habe diverse Spielstände. Ich nehme jetzt mal wieder den oberen als Spiel speichern. Ich habe diverse gemacht, damit nicht der ganze Quatsch jetzt wieder von vorne losgeht hier. Wir springen. Hier war der Rave. Ja, keine Ahnung, was passiert ist. Das war jetzt Tokyo Drift, Tude sterben, war das irgendwie. Ich habe keine Ahnung, warum und überhaupt, aber es ist nicht gut geendet. Ja, exakt. Wir müssen nochmal kurz gucken, ist das eigentlich vom Sound so okay? Es kommt mir, aber das ist auch generell immer die Geschichte hier mit dem Schneemobil, das ist immer sehr laut. So, wir fahren hier durch den Tunnel. Hier sind auch wieder ein paar Tiger. Komme ich jetzt ernsthaft hier nicht hoch? Ist das so ein Ding, dass man quasi hier runterfährt und dann muss man das Ding abandonen oder was? Na, scheinbar. Ja, in dem Fall machen wir natürlich das, was das Spiel sagt, wa? Ja, jetzt wird es ein Deckungsshooter. Ich stelle mich auch schön hier einfach nur an die Ecke und dann... Das ist aus Glas und deshalb so laut. Das wird es wahrscheinlich sein. Okay, den Typ haben sie, glaube ich, gegessen. Zumindest hat er auch noch Munition dabei. Das ist auch schon mal ganz nett. Die Sache ist, wenn wir jetzt gleich aus der Höhle rauskommen, ist er sowieso nicht mehr so weit. Dann müsste theoretisch ja die Hütte jetzt mit einem Schlüssel aufgehen. Den wir schönerweise im Eis gefunden haben. Ich hoffe... Okay, Hüttenschlüssel. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich jetzt den ganzen Scheiß gemacht habe und dann, nur um dann am Ende den Schlüssel nicht mitzunehmen, weil ich nur mal eben schnell das wieder bis zu dem Punkt spielen wollte. Das wäre jetzt nicht so schön. Ich meine, dann müsste ich zwar jetzt einfach zurückfahren, aber jetzt vor der Hütte zu stehen und zu merken, dass der Schlüssel fehlt, das wäre eigentlich perfekt wieder als Einstieg für den ganzen Mist hier. So, Hüttenschlüssel. Klock, klock. War jetzt die ganze Zeit über ein Typ hier drin, der mir hätte aufmachen können zufällig? Nee. Na immerhin, aber hier ist ganz viel Zeug drin. Das ist schon mal sehr nett, wenn die Typen das schon mal nicht fallen lassen.
Zwei Medipacks. Übrigens, es gab anscheinend ein Patch oder ein kleines Update zu dem Truman. Da ist jetzt kein Ausrufezeichen mehr, sondern so eine Hand, die mir anzeigt, ey, du kannst hier übrigens Sachen machen. Die ist auch nochmal genau so in kleiner abgeschwächter Form tatsächlich jetzt in das Original mit reingepatcht. Aha. Ist ein bisschen besser zu sehen noch als das Ausrufezeichen, würde ich sagen. Aber trotzdem, also weiß ich nicht, ob es das jetzt nötig gehabt hätte. Wir haben sehr viel Muni tatsächlich und sehr, sehr viele Medipacks hier in der Hütte, wenn man es dann nochmal geschafft hat. Finde ich sehr gut. Oh, vielleicht genau deshalb. In dem Fall werden wir jetzt natürlich hier nochmal speichern. Wie gesagt, ich nehme jetzt immer wieder auch wieder den oberen. Ich wechsle da jetzt nicht, das geht schneller. Die 50 verschiedenen davon, die waren jetzt einfach nur dafür da. Okay. Ja, kämpfen kann ich. Wir machen das nochmal. Und diesmal vielleicht mit ein bisschen mehr Elan. Vielleicht auch mit weniger Springen. Warum haltet ihr denn so viel aus? Freunde der Sonne. Hahu, Gidiga, sagten sie zum Ableben. Okay, die lassen wenigstens jetzt auch wieder ein bisschen was fallen. Okay, ich muss auf jeden Fall dann immer in Bewegung bleiben. Ich glaube, das ist generell so ein Ding bei dem Kampfsystem, dass wir zumindest in Bewegung bleiben und dann schießen. Auch wenn sie erstaunlich lange braucht, wenn sie mit dem M16 versucht zu zielen. Das ist so ein bisschen, naja. Wir speichern nochmal, ohne jetzt ein Risiko einzugehen. Gehen wir hier durch. Ist das jetzt das Ende von dieser Odyssee namens Tibet Part 1? Oder? Oh Gott, nein, es kommt noch mehr. Ich habe so sehr gehofft, dass die Hütte vielleicht so der letzte Abschnitt ist, aber irgendwie kommt hier noch was. Ja, aber wie gesagt, wir machen heute knackige 2 Stunden. Um Punkt 16:30 ist Ende, weil Missy macht dann auch Feierabend. Und dann geht's futtern. So, mein Freund. Versuch mal mit deinem scheiß Schneemobil hier hochzukommen. Arschloch. So, kleines Medipack ausnahmsweise mal, dann direkt wieder speichern. Jetzt habe ich natürlich auch mit der M16 ein bisschen was verballert, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Uzis fast schon stärker sind als das Teil. Wirkt zumindest so. Ist jetzt hängt so halb in der Luft, okay. Jetzt einmal kurz testen, ich weiß, also es ist jetzt halt auch ein bisschen blöd, aber... Okay, das ist natürlich dann auch schon mal ganz geil, weil es schießen kann. Das klingt doch schon wieder nach einer Gelegenheit. Schöne Gelegenheit. Der hat ein bisschen, der hat kein Turbo, glaube ich. Der kann zwar schießen, das hilft mir allerdings nicht. Das ist auch, glaube ich, generell das Ambient, was dann lauter wird, aber gut. Nee. Das ist es nicht. Also die Trommeln sind ja schön und gut, aber die Sache ist, ich hätte ganz gerne auch ein Turbo in dem Ding. Kann ich den anders irgendwie aktivieren, ist die Frage. Oder wird er dann auch schneller, wenn ich jetzt schieße, weil das ist dieselbe Taste leider. Lass mal ein paar Tricks machen. Nee. Das auch nicht, das auch nicht.
halt so. Ich unterbreche ungern tatsächlich das Getrommel, aber wir gehen einmal nochmal wenigstens da jetzt runter in die Höhle. Dass der eine Knarre hat, ist natürlich auch schon mal ganz geil, wäre auch gut zu wissen gewesen für die Flucht tatsächlich, aber naja. Und die Trommeln gehen auch nicht ganz so ab wie der Rave, sind wir mal ehrlich. Oh ne, ich hab's vergessen. Mann, ey. Warum vergesse ich so Sachen dann immer? Jetzt ausnahmsweise weiß ich jetzt, wo ich mal nicht runterfalle, da vergesse ich den Scheiß. Muss er wenigstens jetzt nicht nochmal gucken, ob der was dabei hat. Hab da gedacht, dass ich da jetzt wieder hochfahre. Na, Vorsicht, ne, Lara, vorsichtig, ruhig. Okay. Geht doch. Okay, erstmal wieder das übliche Klettern. Geh hoch. Oh, ey. Kommt nochmal. Jetzt aber. Ist halt die Sache, hier ist echt wahrscheinlich wirklich nur dieser goldene Drache und wir klettern jetzt erstmal wieder 20. Oh! Aber wenigstens in der Form. Mal kurz gucken, ob hier nicht noch was ist. Ja, okay. Achtung, flackernde Lichter, sollte ich vielleicht dazu erwähnen. Ja, aber zumindest, das sind mir dann doch ganz liebe Secrets tatsächlich, wenn die noch so ein bisschen Muni und so ein Zeug dabei haben, dann gehen die noch. Ansonsten, wenn die wirklich nur als Achievement da rumliegen, ja, weiß ich nicht. Nichts geht so ab wie der Rave, aber außer vielleicht der Rayman 3, was da bin ich mir. Ja, Rayman 3 generell, auch wo wir jetzt beim Let's Play waren mit dem Arzt, das ist schwierig zu toppen. Sowohl sein Akzent als auch die Gitarrennummer. Obwohl, warte mal, das ist ja eigentlich ein bisschen spät, aber das ist so eine Kaffeekletterstelle hier. Geilo. So. Brumm, brumm. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch alles irgendwie danach aus, als würde hier jetzt gleich wieder der Punk abgehen. Da unten ist es Party, da oben ist sehr viel freie Fläche. Es wundert mich tatsächlich, wie freiläufig, also wie weitläufig diese ganzen Gebiete hier sind in Tibet. Vehicular Combat! Twisted Lara. So. Brumm, 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 brumm. Vehicle Combat auch aus der PlayStation 1 Zeit eigentlich nicht wegzudenken. Ne? Selbst Tomb Raider hat da mitgemacht. Skatepark hatten wir auch schon in Teil 1. Aber heute übrigens ein paar Thementage notiert. Ich habe da auch mal wieder Bock drauf. Jetzt nicht in allzu naher Zukunft tatsächlich. Aber mal wieder den ein oder anderen Thementag, wenn die Zeit da ist, hätte ich echt Lust. Mal wieder was zu machen. So wie der eine, den wir mal hatten, der Tropical. Der hat schon Laune gemacht. Und vielleicht unter Umständen haben wir mit Phil so ein bisschen gesprochen wegen Beef. So Beef Nummer 3. Und dann gib ihm auf die Schnauze. Er hat sich zwar beschwert, dass er eine andere Punktezählung haben will. Das ist machbar. Und diverse andere tolle Dinge. Erwarten uns hoffentlich. Nicht, dass wir zwischendurch wieder keinen Bock haben. Okay. Ziehe ich dich oder... Obwohl, ziehen ist Quatsch. Es sei denn, ich will dich als irgendwas da haben. Ne, das bringt nichts. Das Ding muss ich schieben, glaube ich. Oder halt von der anderen Seite raus. Max Anti, was für Thementage? Ich habe mal einfach nur so ein bisschen niedergeschrieben, so Sachen, die auch bei den letzten noch mit dabei standen. Zum einen habe ich heute GTA London aufgeschrieben und habe mir gedacht, hey, London war immer mal auch schon mal so ein Thema und da sind fallen mir halt... unter anderem GTA London, Assassin's Creed Syndicate, The Getaway und Gegner. Moment. The Getaway und Watch Dogs Legion ein. Als mögliche Spielkandidaten. Ich möchte nicht schon wieder das kleine Medipack opfern kommen. Nämlich das große. Grandios ausgewichen, möchte ich meinen. Naja, so London war so ein Thema, dann
Was hatte ich denn noch? Tuning ist ein bisschen doof. Also generell, ich würde auch super gerne so einen Metal-Tag machen mit Brutal Legend und Guitar Hero und sowas, aber das ist dann so ein Once. Das machen wir dann halt, ne? Den gibt's dann, aber den werde ich danach dann halt überall auf allen Kanälen direkt wieder löschen. Das ist so ein Live-Event. Da müsste ich mir dann sicher sein, dass da viele Leute auch mit am Start sind, um das zu genießen. Weil Musik live geht ja, wenn man, sobald man da irgendwie ein VOD von hat oder sowas alles, das muss ich dann im Vorfeld halt auch ausmachen, dann ist das wieder problematisch. Da werde ich dann auch Clips und was, also alles Mögliche muss da ausgemacht werden, damit da bloß nichts kommt. Dann Rip and Tear oder Rap and Tear mit so Sachen wie Doom, Splatterhouse, Mortal Kombat, also alles, was irgendwie ordentlich spratzt. Warum denn jetzt alte... Ach, ich hab das alte Milchbier genommen. So, das ist der Move, den ich eigentlich machen wollte übrigens. Vampire Order 8, spielen auch beide in London. Das stimmt. Ist dann aber auch wahrscheinlich eher so ein Alt-London-Ding. Ich meine, gut, Assassin's Creed Syndicate ja auch. Aber ich habe die beiden auch unter anderem nicht. Also ich gehe momentan immer so ein bisschen auch so nach der Spielesammlung, gucke da rein und denke mir so, ja, das dazu. Und dann fehlt vielleicht mal so ein Game. Bei dem aktuellen London-Tag zum Beispiel hätte ich alle da. Ach, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das kleine Medipack jetzt genommen habe, ne? Weil jetzt bin ich nämlich auch schon fast wieder tot. Naja, was soll das? Wir speichern hier drüber. Ja, Tuning. Deswegen meinte ich auch wegen Musik. Weil gerade sowas wie Need for Speed Underground 2, was dann dabei wäre, lebt halt auch viel von der Mucke. Ist aber auch so möglich. Also da wäre dann auch so Sachen wie Juiced mit einer Klappe und sowas alles. So die ganzen Autotuning-Dinger. So ein Renntag generell mit so ein paar Rennspielen und sowas. Da müsste ich dann nur mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie ein Lenkrad auf irgendeiner Technik-Miet-Seite oder sowas mal bekommen, damit ich mit dem Lenkrad auch was machen kann. Weil ich habe zwar eins, aber das ist mittlerweile auch ein bisschen, naja. Und so ein paar Sachen so in die Richtung. Tropical habe ich jetzt nur noch mal mit aufgeschrieben, weil wir ihn schon hatten, damit ich den in der Liste habe. So ein bisschen was Winterliches, ein bisschen was Sommerliches, irgendwie so querbeet. Einfach nur mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Hier Tomb Raider, Uncharted, Indiana Jones, sowas in die Richtung. Irgendwie so Archäologie gelöt. So ein paar Sachen. Ich habe halt die alte Liste leider nicht mehr. Ich habe die irgendwann mal überschrieben, wo, warum auch immer und womit auch immer. Aber ich finde die nicht mehr. Da waren halt sau viele Sachen, auch irgendwelche PS1 Sachen. Die Big Four, von denen ich ja immer wieder rede. Also quasi diese ersten vier Spiele, die ich damals mit meiner PlayStation 1 bekommen habe. Und solche Sachen. Das ist immer mal wieder. Also generell dieses Modell, das hat bei Tropical ja ganz gut funktioniert, dass wir vier Spiele spielen und das letzte dann halt Open End so. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und dann immer mathematisch auch mal irgendwie so ein paar Sachen machen, finde ich auch immer ganz nice. So wie die Cocktails beim Tropical. Zombies wäre so ein Ding, was ich auch immer feiere. Da gibt es auch etliche Games, die man machen könnte. Abseits von Resident Evil. Was mache ich denn jetzt eigentlich hier? Frage ich mich. Also ich kann hier hangeln, ja. Das ist auch flach genug, dass ich da stehen kann. Ich bin aber auch irgendwie jetzt gerade absolut nicht sicher, wo ich denn dann sonst hin muss. Übrigens bin ich fast tot. Ach komm, scheiß drauf. Bevor jetzt gleich wieder sowas kommt wie mit dem Boot, wo ich mich dann runterlassen muss, aber ich überlebe nur gerade so oder so, ist das ja Quatsch. Kann man Thementag aus Alien Invasion basteln? Komm nur drauf. Also Alien Invasion, safe. Da gibt's einiges. Es gibt doch Area 51, gibt's doch ein Spiel. Das ist halt einfach nur 0815 Shooter, hat aber damals ordentlich Spaß gemacht. XCOM, wie du gesagt hast, ist ja auch auf jeden Fall ein Ding. Dann hier, was wir auch mal hatten, das Remake, beziehungsweise auch das Original von All Humans Must... Ist das All Humans Must Die? Irgendwas mit All Humans, das mit dem Alien halt, wo man selbst ein Alien ist. Also da gibt's einiges, was man mit Alien-Invasion machen kann. Also ich bin auch für Thementag-Ideen, wenn man gerade mal so ein Thema im Kopf rumschwirren hat. Destroy All Humans, danke. Nicht All Humans Must Die, ja genau. Das meine ich. Ist auch so ein Alien-Ding. Perfect Dark gibt's ein Alien, glaube ich, ist aber erst später im Spiel. Das würde ich dann eher als in so einen Agententag mitpacken oder so. Agententag. Diverse 007. Diverse 007 Games. Dann Perfect Dark
ist so ein Ding. Keep Nukem Forever, obwohl wir das lieber ausklammern, ne? Weiß ich nicht, ob wir einen Sexismus-Thementag machen, ganz ehrlich. Ich meine, Duke Nukem, ne, also die Sache ist, wenn man halt dann irgendwann so ein Duke Nukem spielt, dann weiß man, worauf man sich einlässt, so. Das, ja. Wir können ja mal einen Thementag mit gescheiterten Videospielen machen. Ein Kackspieletag oder sowas. Ich weiß übrigens immer noch nicht genau, was ich hier mache. Ich laufe einfach nur die ganze Zeit rum. Muss ich mich hier echt vielleicht irgendwie... Oder ist... Ne, da unten ist Wasser. Warte mal. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen neu. Ja, das wird es nicht sein. Speichern. Ist jetzt die Sache, wenn ich von dem... Ich habe jetzt nicht gesehen, dass da Wasser ist tatsächlich. Wenn ich jetzt hier von dem Vorsprung nach vorne springe... So. Nee. War auch ein sehr, sehr langer Fall tatsächlich, aber gut. Das funktioniert nicht. Die Sache ist so, außen Sprung kann ich glaube, also den Kopfsprung ja, aber ich glaube, der ist dann nicht so impactful, wie wenn ich jetzt Anlauf nehme und dann springe einfach. Ich glaube, da komme ich weiter mit, aber noch nicht weit genug. Ja, okay. Das ist Quark. Na, je nachdem, wie man es ausweitet, vielleicht auch Dead Space oder Prey. Ja. Nö, also wie gesagt, ich bin da für jede Idee auch immer dankbar. Alien-Invasion hatte ich jetzt so zum Beispiel nicht unbedingt auf dem Schirm, aber ist zumindest was. Dead Space Prey eher noch tatsächlich, hätte ich gesagt. Ansonsten hier Alien... Ist es Extinction, das Horror-Ding? Das könnte man dann halt mit Dead Space und Prey zusammen in ein Dingens packen. Ach, fuck. Prey ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Das ist ja auch eher so ein Quake-Ding, hätte ich gesagt. Also wie komme ich jetzt am besten darüber? Da hinten ist ein Gang. Da ist auch ein Gang. Hier sind überall Gänge. Da unten ist auch ein Typ rumgelaufen. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Tunnel, den ich noch... Ich meine, ich habe ja hier einfach nur den Block reingeschoben. Ich kann doch bestimmt hier auch nochmal irgendwie großartig sagen. Vielleicht kann ich hier auch mit einem Dingens durchfahren. Und dann da mit genügend Schwung irgendwie ins Wasser fallen oder sowas. Das könnte ja auch funktionieren. Ich glaube, hier ist nämlich auch sonst nichts mehr in der großen Area. Ich meine, was als Thementag immer ganz dankbar ist, ist zum Beispiel so ein Konsolengeburtstag, weil da kannst du dann einfach sagen, ja komm, wir spielen 4 PS1-Spiele oder 4 N64-Spiele. Ja, sowas kann man immer ganz gut wegfrühstücken, theoretisch. Da muss man dann auch nicht viel Gehirn schmalzen, man muss halt nur die Spiele haben. Was ich auch mal machen würde, wäre tatsächlich so ein Spiel in meiner Ära jeweils immer so, also ne, von Amiga an die ganzen Generationen einmal durch. Dann auf 2 Tage ausweiten oder ein ganzes Wochenende mal oder so, aber da muss ich Zeit haben und das ist momentan irgendwie nicht der Fall. Ich muss übrigens jetzt mal auch mal ein bisschen wieder aufs Spiel achten. Wir machen das ja hier nicht nur aus Spaß. Also eigentlich schon. Aber vor allem auch als Let's Play, deswegen mal so ein bisschen auch nochmal nicht mehr nur im Kreis rennen. Kann ich dich noch weiter nach vorne schieben? Jawohl. Dann würde ich nämlich vielleicht den Plan mit dem Schneemobil jetzt mal verfolgen. Und hier einmal durchfahren. Und dann vielleicht mit genügend Schwung runter ins Wasser. Das wäre ein heftiger Stunt, aber vielleicht möglich. Gucken wir mal. Ich nehme mal eins von den Gegnern. Ich meine, das wird wahrscheinlich dann auch in die Luft fliegen oder sowas, aber ich brauche es ja da unten dann höchstwahrscheinlich nicht mehr. Ich muss nur irgendwie versuchen, da runterzukommen. Ja, komm. Hui. Aber ich bin unten. That was a stunt. Okay, das können wir auf jeden Fall machen. Ich meine, zum Beispiel könnte man halt auch jetzt noch nicht mal das Thema an sich, also so Alien, Zombie, sowas, sondern man könnte auch einfach sagen, wir machen Thema Reboots, wo du dann sowas wie Tomb Raider drin hast. Also generell einfach so eine, so 4 Spiele, das Original mal und dann wie es gerebootet wurde damals oder so. Geht auch. So, die tibetanische Vorgebirge haben wir fertig.
abgeschlossen, schön mit einem kleinen Stunt. Dann machen wir doch einfach mal gepflegt weiter hier in dieser Höhle. Das ist schon ganz geil. Mucktechnisch ist es auf jeden Fall, hier gibt es eine Schießerei. Da muss ich jetzt mal kurz drauf achten. Da hätte ich nämlich keinen Bock auf Beef mit den Mönchen. Da, auf ihn kann ich schießen. Und auf ihn auch. Nicht auf ihn. Okay. Alles cool. Alles cool zwischen uns. Ich habe euch nicht getroffen, ne? Okay, alles cool. Weil wenn man die Kollegen nicht anschießt, was ich damals natürlich immer aufs Neue gemacht habe, und ich glaube, das war dann auch eine der Stellen, wo wir irgendwann gesagt haben, hey, wir kommen nicht mehr weiter. Und auch beim Fun Fact, als ich es letztens das Original für mich gespielt habe, ist es auch genau so wieder passiert. Aber ich kann die auch einfach in Ruhe lassen, dann sind die auf meiner Seite. Das wusste ich nicht, ehrlicherweise. Ich habe immer gedacht, das wären Feinde per se, weil ich immer reingerannt bin, direkt den ersten angeschossen und das war's so. Wenn man die komplett in Ruhe lässt, dann lassen die einen auch in Ruhe. Das sind freundliche NPCs, die Mönche. Die kämpfen mit einem gegen diese komischen Söldner. Und das macht das Level erheblich einfacher, weil dann weniger Feinde hier rumrennen mit Speeren, die einen töten wollen. Spart dann auch Muni. So, einmal hier hinten nochmal durchlaufen. Einfach nur mal, ich guck mich ein bisschen um. Ich weiß nicht, wie die so bei Tiermord drauf sind. Ich werde mich aber einmal vergewissern, dass ich auch speichere. Okay. Was ist denn hier los? Wo bist du? Da. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt die ganze Zeit mit der Autopistel hier rumlaufe. Das ist eigentlich auch Quatsch. Gerade bei irgendwelchen kleinsten Gegnern wie Krähen. So. Das ist wahrscheinlich das Haustier vom Vorsitzenden hier oder sowas. Und dann habe ich jetzt trotzdem reingekackt. Die Games haben ja immer mal ein bisschen was gegen mich hier. Hier war die Höhle, da bin ich reingegangen. Ne? Das ist doch nicht einfach nur so gebaut hier. Die ganze Ecke hier mit diesem Gebirgspfad und sowas, dass das hier alles so ein bisschen eckig ist. Das ist doch nicht einfach nur da. Aus Jux und Dollerei und weil die unbedingt eine Stelle für den Raben brauchten. Hier kann man doch irgendwas noch machen. Irgendwo hoch oder so? Ja, hier. Machen wir das doch. Ja, und wie gesagt, wir müssen, habe ich jetzt noch eine Woche? Ja, ne? Ich glaube, nächste Woche kommt Dragon's Dogma 2. Das heißt, ja, müsste ich mir immer nochmal angucken im Release-Kalender tatsächlich, aber das heißt, wir müssten jetzt mal langsam ein bisschen Knallgas geben mit Teil 2 und Teil 3. Weil ich würde das eine Projekt eigentlich auch ganz gerne abschließen, bevor das nächste anfängt. Nicht von den Aufnahmen her, also auch nicht von der, nicht vom Let's Play, aber sollte schon langsam dann, ne, sich ein bisschen überschneiden. Damit wir nicht wieder irgendeinen Pile of Shame anhäufen, der dann bis vor 2 Jahren irgendwann reicht. So, das ist ja dann auch Quark. Kann ich mich hier festhalten? Natürlich nicht. Ja, komm, das lade ich neu. Ich glaube, da geht es um diese Tür, dass die irgendwann auf ist. Ach komm, wirklich. Dass diese Tür dann irgendwann aufgeht und ich dann da irgendwie hin kann. Aber dann weiß ich zumindest schon mal, wo sie ist. Das ist ja, predige ich ja immer wieder vor bei Tomb Raider. Dass es mir wichtig ist, dass ich zumindest weiß, wo solche Türen sind, damit, wenn dann diese Zwischensequenz kommt an irgendwelchen Hebeln, dass dann gesagt wird, ey, hier, ne? Da musst du hin. Da ist übrigens auch eine Tür, die kriege ich gar nicht auf. Haha, schön. Fies übrigens, die zielt ja auch schon direkt. Ich finde das so fies, ne? Deswegen haben wir ja auch damals, weil das hieß eigentlich immer in unseren Köpfen damals, sofern sie irgendwo drauf zielt, ist es halt böse. Oder kann uns auch irgendwie schaden. Muss ich da jetzt ernsthaft hoch? Oder von hier aus vielleicht irgendwie. Ich weiß es gerade nicht. Egal, ich versuch's jetzt nochmal. Und das ist unfassbar irritierend, dass sie jetzt hier bei den Mönchen dann auch drauf zielen, nur weil es halt potenziell Gegner sind. Aber irgendwie auch nicht so richtig. Jetzt überlege ich gerade, muss ich hier hoch oder nicht? Oder doch? Oder was ist los hier? Weil die Tür geht doch bestimmt irgendwann auf. Allerdings hier an der Seite ist auch immer noch dieser Spalt.
Da geht's dann auch irgendwo lang. Vielleicht ist auch noch weiter. Ja, das. Ja, nee. Guck mich nochmal weiter irgendwie rechts am Tor um oder sowas, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das damit gewollt ist tatsächlich. Wutsch, wutsch, wo bin ich denn jetzt gerade? Warte mal. Von der anderen Seite, ne? Vielleicht sollte ich einfach nach der Krähe mal speichern oder so. Laufen wir mal rechts vorbei, da war ich, obwohl da waren die Gegner, ne? Das heißt, da war ich ja theoretisch eigentlich doch schon. Vielleicht ist das auch eine automatische Tür, das habe ich nämlich noch nicht versucht. Leider nicht. Also dahinter ist auf jeden Fall der Raum, das hat man ja gesehen. Da kann ich klettern. Oder? Das sieht mir aus wie eine kletterbare Wand. Yes. Das ist eine Kaffeewand, würde ich sagen. Nice. Diese Augen da oben. Gucken wir mal, dann haben wir hier zumindest jetzt auch nochmal so ein bisschen Ansatz. Auch wirklich. Ich meine, solange die jetzt nur hier unten rumfliegen und nicht irgendwie noch in dem Kloster und dann da nochmal so dafür sorgen, dass ich eher auf die Mönche schieße als auf die Krähen, ist mir das wurscht. Okay. Okay, das ist jetzt zum Glück nochmal gut gelaufen. Eigentlich wollte ich nicht so stürmisch. Okay, da ist ein Fenster. Das kann ich aufschießen. Ich hätte natürlich jetzt auch unten einfach die Mönche fragen können, ob die mir mal eben aufmachen. Ehrlicherweise. Ja, okay, dann. Nein, 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 nein. Null. Bitte nicht. Machen das jetzt schon noch hier über den Weg. Quasi hier wahrscheinlich schräg drauf springen, runterrutschen, festhalten, auf der anderen Seite rüber, hätte ich gesagt. Aber bevor wir solche Stunts machen, wird selbstverständlich nochmal kurz gespeichert. Alle hopp. So. Jetzt sind wir da. Vielleicht hätte das von der anderen Seite mit dem richtigen Absprungwinkel auch nochmal funktioniert. Ja, aber naja. Gucken wir mal. Hin und wieder geht der Blick jetzt mal ins Spielerregal. Einfach mal um so spontane Ideen für Thementage oder so. Einbruch. Na komm. Ist wichtig wegen der Symmetrie. Ich sag, die Bücherregale sehen irgendwie schon so komisch aus. Da würde ich eigentlich fast schon prüfen in jedem Einzelnen, ob das nicht vielleicht doch ein Block ist, den ich schieben kann. So. Okay. Ja, wie gesagt, ne, die laufen jetzt hier überall rum. Wenn man am Anfang so ein bisschen aufpasst, dann hat man doch ein bisschen einfacheres Spiel hier drin. Ja, toll. Nein! Alles cool? Du solltest doch nicht auf ihn schießen. Das ist auch immer, wo sie jetzt gerade drauf zielt, ist auch immer so ein bisschen... Okay, ich glaube, einmal geht. Er guckt jetzt ein bisschen böse, aber das ist auch absolut verständlich. Okay, hat irgendwas dabei. Ach nee, fuck. Das ist jetzt... Jetzt hat er mal was dabei. Jetzt komme ich aber nicht dran, weil... Ja, okay. Weil er so halb in der Dingens hängt. Ist ein Automuni. Sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, hier kommt direkt ein No. Aber auch nicht wegen Seraph herkommen. No. Einfach nur, damit ich es hab. Okay, das ist, weiß ich nicht, ist das hier die Küche oder Esszimmer oder irgendwie sowas? Also so der Speisesaalschlüssel wäre ja dann zumindest ein Tipp. Ich habe eine gewisse Ahnung, wer für den Bau dieses Klosters verantwortlich ist. Aber gut,
Hier gehen wir nachher rein, weil da auf der anderen Seite war auch ein Schlüsselloch. Hier sind überall Schlüssellöcher. Willst du mich jetzt verarschen? Was jetzt natürlich blöd wäre, wäre, wenn einer von den Mönchen den Schlüssel hätte, aber das traue ich dem Spiel. Wo wollt ihr denn hin? Das war mal ein Kampf. Das traue ich dem Spiel irgendwie nicht zu, tatsächlich, dass man diesen Pazifistenweg gehen, den halbpazifistischen Weg gehen kann. Und dann doch sich einfach durch die ganzen Mönche durchschnetzeln muss, um dann diesen Schlüssel zu finden, dann weiß ich nicht. So schätze ich an sich die Entwickler aber auch nicht ein, aber vielleicht, wer weiß. Kaffeewand. Dafür sind langsame Kletteranimationen eigentlich gut, ne? Damit man zwischendurch mal so ein Käffchen sich genehmigen kann. So, hoch hier. Hier ist halt auch mit dem Jäckchen und den Hotpants eigentlich gar nicht mal so schlimm. Oh, wir haben wir dann. Moment. Wir haben wir dann Grafikvergleich, hätte ich gesagt. Wir haben hier einmal dieses Model. Natürlich jetzt ein bisschen abgekanteter wahrscheinlich, weil die nicht die Freiheit hatten, das jetzt komplett zu modellieren, weil man muss, so wie es aussieht, hier auf diese Handflächen auch draufkommen irgendwie. Also das geht wahrscheinlich wegen der Limitierung einfach nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Gesicht mal anders aussah. Nämlich so. Ja, okay. Viel Unterschied an der Kleidung ist tatsächlich nicht. Die ist ein bisschen heller, also ein bisschen weißer tatsächlich einfach nur, die Kleidung. Und hat hier ein bisschen mehr goldene Sachen auch. Aber das Gesicht hat sich ein bisschen mehr verändert tatsächlich. Ja. Lara. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt aber ein bisschen komisch geworden, wenn du da jetzt wirklich gespawnt wärst. Okay. Gut. Das dazu. Der Kollege ist immer noch auf unserer Seite. Die gucken zwar so ein bisschen skeptisch, aber ich bin ja ohne bösen Willen hier. Ich beklaue euch nur und töte eure Raben. Was haben wir denn jetzt hier? Hauptraumschlüssel. Das ist eine gute Frage, was der Hauptraum ist. Ich nehme mal an, dass am Ende vom Flur, nicht zwischendrin tatsächlich, sondern diese große Doppeltür am Ende. Aber so der Weg, der macht auf jeden Fall auch fast eigentlich noch ein bisschen mehr Spaß, ne? Wenn man so ein bisschen auf der Seite der Mönche ist, so gemeinsam gegen diese Söldner kämpft. Ja. Gut, dass ich den Stein dann jetzt auch in dieser kleinen Sequenz auch noch vorher noch gesehen habe. Hier sind Fackeln, aber hier ist safe auch noch ein Stein. Mhm. Den kriegst du, Kollege Stein. So, der ist jetzt da unten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch daran vorbeikomme. Ist mir jetzt aber gerade auch ein bisschen wurscht. Fällt hier nur der Stein raus oder ist hier oben noch irgendwo ein Durchgang? Ne, okay. Dann einmal hier hoch. Ganz hoch. Water. Oh Gott, nein. Oh nein, nein. Ach, fuck. Ich komme hier nicht mehr weg, ne? Na doch, mit ein bisschen Anstrengung. Kann ich vielleicht wenigstens Luft schnappen? Okay, ich kann mich einigermaßen. Oh Gott. Ja, okay, ich kann halt nicht. Ich muss halt straight nach oben schwimmen, um wieder hier wegzukommen. Ansonsten werde ich da halt eingesogen. Ich mich jetzt nur frage, kann ich hier auch weg oder. Ne, da werde ich wieder nach unten gezogen. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Ja. Ich lade das mal. Ich darf nur halt nicht in den Pool. Also klar, das ist jetzt wieder ganz weit weg von allem. Ja, das ist sogar noch draußen. Och, Mann. Ich muss wieder, ne? Jetzt habe ich wieder eine Speicherphobie nach der Aktion letztes Mal. Aber. Draußen machen sie wieder auf dicke Hose mit ihren kleinen Muppets. Ne, ich muss aber meine Speicherphobie mal wieder loswerden, weil sonst sehe ich schwarz. Für diesen Playthrough. Vor allem innerhalb der nächsten Woche. Das heißt, wir müssten ja theoretisch jetzt irgendwann im Laufe des Wochenendes mal fertig werden mit Tomb Raider 2.
Damit wir nächste Woche auf jeden Fall komplett haben, nur für Tomb Raider 3. Das wäre vielleicht ganz angemessen. So, jetzt gehe ich mal direkt auf Uzi, damit ich gar nicht in die Gefahr komme, den Typen anzuknallen. Ich habe dich nicht angeschossen, oder? Ja, okay. Aha. Jetzt muss ich mir auch nicht die ganzen einzelnen Türen nochmal angucken. Ich muss nur dann denken, dass ich jetzt nicht unbedingt in den Pool falle. Weil ich glaube, das ist exakt das, was er ist, nämlich eine Falle. Das könnte da hinten der Hauptraum sein, deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass dafür der Schlüssel ist. Achso, jetzt sind die wieder, ich wollte sagen, die sind wieder voll auf Alarm jetzt. Ist eigentlich ganz geil, wenn die da so ein bisschen... Ja, habt da gut gemacht, Jungs. Wenn man hier nicht alles selber machen muss. Außerdem ist das immer so eine schöne Stimmung, dann jetzt auch tatsächlich mal Leute hier zu haben und nicht alleine die ganze Zeit durch irgendwelche Grabkammer durchzulaufen. Ja gut, wir haben hier wieder das Kletterding. Ich gehe jetzt nochmal bis zum Schlüssel und speichere da. Und dann gucken wir mal, dass wir entweder wieder zurückkommen, mal gucken, ob meine Hauptraumtheorie stimmt oder nochmal weiterlaufen. Aber ich glaube, weiter heißt dann im Endeffekt Pool. Bin ich mir aber nicht sicher. Einen großen Schluck hat er noch. Wir müssen uns jetzt auch nicht die Figur nochmal genau angucken. Spart ja auch nochmal Zeit. Ja, und so Sachen, dass hier dann nicht direkt erstmal ein Feind wartet, sondern dass man auch einfach ganz normal zum Schluss erstmal durchlaufen kann. Man kann sich in Ruhe umgucken, finde ich eigentlich ganz nett. So. Ich glaube, das ist der einzige Gang, den wir haben und der führt zum Pool. Also gehe ich jetzt einfach mal davon, also ich trigger jetzt die Steine auch nochmal.